Zu erzählen. Wir sind wieder alle zusammen, wir können wieder quatschen. Aber jetzt beginnt die Supershow hier im Capital Club und der Ascania-Preis zum 15. Mal. Und das ist ja so eine Art kleine Berlinale. Und wenn ich sage kleine Berlinale, grüßen übrigens auch alle in den Nebenzimmern dort hinten, die vielleicht noch zurückgehen. Wenn ich sage kleine Berlinale, ist es eigentlich falsch. Denn was hier an Prominenz zusammengekommen, alle Jahre wieder, wollen jetzt noch keine Namen nennen, das ist großartig. Da hat Herr Kostlik über die Jahre lange für gekämpft. Gut, wir sind vielleicht nicht so ganz international. Diese Kamera hier, Ascania hat nämlich nicht nur Uhren gemacht, sondern auch Kamera. Marlene Dietrich hat im Blauen Engel vor einer Ascania-Kamera gestanden und sie soll gut sein. Später hat sich Ascania dann verlegt auf die Instrumentenherstellung für Flugzeuge. Das ist dann irgendwann mal nach dem Krieg alles in Vergessenheit geraten. Wenn Sie mal im Weißen See sind, hinter dem Weißen See so ein großer roter Backsteinbau, da ist das Bezirksamt Prenzlauer Berg, Frankfurt drin, da war, saßen die. Und dann gab es einen Mann, der hat gesagt, was für ein schöner Name, Ascania. Was für präzise Instrumente haben die gemacht. Was für eine Qualität haben die hergestellt. Liebe Freundinnen und Freunde von Ascania, ich muss ehrlich sein, ich kann es selber kaum fassen, dass wir jetzt schon zum 15. Mal diesen Ascania Award veranstalten dürfen. Ob ich da dazu viel halten würde, habe ich zu lassen. Das ist möglich. Ja, ne? So wie man es will. Nach dem Abschluss haben wir Ich habe deine Arbeit immer bewundert und welche du immer echt und geheimnisvoll hinter deinen Rollen halt. Hey, hey, hey. Hey, dieser cooles Outfit. So wie ein bisschen eine brillante Molekularie. Das kann man vielleicht auch ein bisschen daran noch erkennen. Ja, das war der Beginn von Helden wie wir. Dankeschön. Wenn so tief und vielschichtig, so stark und kraftvoll über diese Person, also kann ich mich sehr kurz fassen und ich sage das Wesentliche. Der
Franz Beckenbauer ist natürlich schwer als der deutsche Pelé zu bezeichnen, weil die völlig unterschiedliche Rollen gespielt haben im Fußball. Aber im Grunde genommen gebührt ihm die gleiche Ehre und die gleiche Aufmerksamkeit wie dem Pelé. Er ist neben Zagallo, dem Weltmeistertrainer von Brasilien, und dem Didier Deschamps, dem französischen Nationaltrainer, der Einzige, der sowohl als Trainer, damals war er der Teamchef, so hat man das genannt, und auch als Spieler jeweils Weltmeister wurde. Und also für die, die es nicht wissen, ich bin nicht mehr der Berlinale Direktor. Ja. Aber ich bedanke mich, dass Sie immer noch so freundlich zu mir sind. Das ist ja nicht so üblich, wenn man nicht mehr im Geschäft ist. Aber der rote Teppich wird übermorgen ausliegen und es wird eine großartige Berlinale. Es sind großartige Leute angesagt. Und ich freue mich, dass mein Freund Leonard übrigens kein Badener, sondern ein Schwabe wie ich aus Pforzheim. Hey, was denn? Bravo! Ja, was denn? Make me mad. I